VMDR, das ist ein neuer Service, den wir letztes Jahr auf den Markt gebracht haben. Der heißt Vulnerability Management Detection and Response. Und dieser Service bietet einen vollständigen Kreislauf von dem Asset Inventory bis hin zur Patch Detection mit anschließendem Patch Management. Vorteile von diesem Service sind, dass wir komplett über unsere Sensortechnologie eben alle Daten des Netzwerks erfassen können, dadurch eine Priorisierung durchführen können, teilweise automatisiert, teilweise durch Vorgaben, die eben gemacht werden. Und weiter zum Schwachstellenmanagement, wo wir dann auch erstmal eine Priorisierung anhand der Kritikalität der Systeme vornehmen können. Zusätzlich bieten wir aber eine Art Threat Intelligence, indem wir einen Feed zur Verfügung stellen, mit welchem die aktuellen Schwachstellendaten mit der aktuellen Situation eben korreliert werden. Zum Beispiel, es wird eine neue Zero Day entdeckt, dann können wir dies direkt mit den existierenden Daten korrelieren und den Kunden entsprechend darauf hinweisen, dass diese Schwachstelle jetzt besonders priorisiert werden muss und aufgrund der aktuellen Situation. Und daraufhin kann ich dann in die entsprechenden Maßnahmen ableiten, bis hin zum automatisierten Patching, wenn ich das Modul entsprechend mit einsetze. VMDR hilft den Unternehmen insofern, dass wir eine einheitliche Plattform zur Verfügung stellen, mit welchen ich die komplette Infrastruktur, egal welcher Art, ob es jetzt normale konventionelle Rechenzentren sind, bis hin zu hybriden Netzwerken und auch alle Arten von Endpoints, angefangen von der traditionellen IT bis hin zu OT, oder auch Web-Applikationen, ICS-Systeme, Mobile Devices, alles über eine Anwendung, monitoren und inventarisieren kann und entsprechende Responses dafür festlegen. Nein, durch die Sensortechnologie, die wir im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt haben. Wir haben traditionell mit normaler Scanner-Technologie, also sprich Perimeter-Scan oder Scan via Appliance eben angefangen. Dann haben wir die Technik erweitert durch die Agent-Technologie, zurzeit auch die Möglichkeit, über API-Daten zu importieren oder auch Passive Network Sensors eben auch Daten direkt über das Netzwerk zu erheben, ohne dass wir sensible Systeme anpacken müssen, zum Beispiel Industriesysteme, Produktionssysteme. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit geschaffen, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit der Unternehmens-IT zu tun hat, mit abzudecken und zu analysieren. Speziell auch im Hinblick auf die verstärkte Homeoffice-Tätigkeiten, wie wir sie ja gerade in der momentanen Situation sehen, werden auch noch mehr mobile Devices eingesetzt, von Tablets, von den eigenen Handys. Und was es dem Unternehmen oder der Administration umso schwerer macht, entsprechend die Systeme zu monitoren und zu überwachen und auch zu inventarisieren. Dadurch haben wir die Erweiterung gebracht und sind jetzt auch in der Lage, Mobile Devices zu inventarisieren, ein komplettes Mobile Device Management zur Verfügung zu stellen. Dadurch sind wir auch in der Lage, mögliche Schwachstellen auf den Mobile Devices zu erkennen. Wir können die Konfigurationen überprüfen. Wir können auch Mobile Devices Applikationen deinstallieren, auch entsprechend sperren, je nachdem, ob wir jetzt da irgendwelche Angriffsszenarien eben feststellen können. Es ist auch wichtig festzustellen, ob wir Jailbreak-Systeme haben oder geroutete Systeme, was möglicherweise unserer Policy eben widerspricht. Wir haben Ende letzten Jahres auch unseren bestehenden IOC-Service erweitert und haben darauf basierend jetzt ein komplettes EDR, Multi-Vector-EDR-System aufgebaut, mit welchem wir dann auch zusätzliche Angriffsvektoren innerhalb der Systeme basierend auf IOCs und auch andere Zusammenhänge eben analysieren können. Also nicht nur rein schwachstellenbasiert, sondern eben auch das Verhalten auf den einzelnen Systemen. Wir können Misskonfigurationen oder Fehlkonfigurationen dadurch entdecken und diese Daten auch mit dem Network-Traffic entsprechend korrelieren und auch mit Daten, die möglicherweise über andere Quellen dazugekommen sind und auch entsprechende Bedrohungsanalyse erstellen. Und wir können dadurch auch mögliche
Angriffe, die auf dem System schon frühzeitig erkannt werden, durch die IOCs entsprechend sperren und auch blocken, damit da kein Schaden auf dem System stattfindet.